Wo bin ich jetzt? Überall Eis und Wasser. So weit das Auge reicht. Der Wind ist so kalt. Vor lauter Freude darüber, wieder an einem der schönsten Flecken der Erde Urlaub machen zu können. Urlaub? Riss sich der Junge jauchzend die Kleider vom Leib und sprang in das eisklare Wasser. Jerry on the rocks. Langsam kriege ich das Gefühl, sie mögen mich nicht besonders. Herr Hasen, ich muss Sie doch sehr bitten. Das Einzige, was mir am Herzen liegt, ist die Kunst. Aber du hältst dich nicht ans Buch. Ja, entschuldigen Sie bitte. Ich werde mich mehr bemühen. Das will ich doch hoffen, du nichtsnutziger Amateur. Wo waren wir? Der mächtige Polwal brach hinter Jerry ins Eis. Und mit mächtiger Stimme sprach er: Du hast dich tapfer geschlagen. Bist bis zum Rand des ewigen Eises vorgedrungen. Doch der Kälte kannst du nicht standhalten. Es ist an der Zeit, aufzugeben. Loszulassen. Lass dich mit mir in die kalte Dunkelheit unter dem Eis gleiten. Super! Ein neues Skript. Das Magnum Opus des großartigen Zack. Ein literarischer Geniestreich höchster Güte. Der Titel lautet Im Bann des Zarow. Vierter und letzter Akt. Ein Meisterwerk der Simplizität. Jerry war am Nordpol. Es war kalt. Er fror. Als wäre man wirklich da. So authentisch. Jerry wurde eingeschneit und tiefgefroren. Alle waren glücklich darüber. Der Polwal sang vor Freude. Was für ein schönes Ende. So tragisch. Eine riesen Zuckerstange. Jerry konnte nicht widerstehen. Er musste einmal daran lecken. Sie wollen doch nur, dass meine Zunge festfriert. Genau. Endlich hast du mal das Skript gelesen. Na dann mal los. Nee, ich hebe mir die Stange für später auf. Der Junge ist einfach zu schlau für dich. Ruhe. Ein Weihnachtsbaum. An Weihnachten backt Mama immer leckere Vanilleplätzchen. Die Sehnsucht des kleinen Jungen nach trockenem Backwerk war kaum auszuhalten. Schmerzlich erinnerte es ihn daran, dass er seine Mutter niemals wieder in die Arme schließen würde. Oh. Oh. Wie gemein! Mit dem Baum und so ist okay, aber die Mutter ins Spiel zu bringen, widerlich! Ruhe! Vielleicht geht es mir besser, wenn ich den Baum abschmücke. Hui! Jetzt habe ich eine weihnachtliche Angel. Oh, so angelt bestimmt der Weihnachtsmann. So stelle ich mir die Angelrute vom Weihnachtsmann vor.
sagte, er nimmt als Proviant zum Eisfischen sicher heiße Milch und Kekse mit. Na dann, Petri heil! Der Polwall hatte angebissen und zog den schwächlichen Jungen in die eisige Tiefe. Nur ein Kabel. Das ist ein böser... Elektrisch. Das sieht elektrisch aus. Ja, genau. Das ist ein böser elektrischer Kabel. Einen Moment. Der sich um einen dürren Hals windet und mir einen tödlichen Stromstoß versetzt. Ja, genau. Sehr gut. Ich glaube, Sie brauchen mal Urlaub, wenn schon ein 12-Jähriger für Sie die Kunst machen muss. Das Kabel führt nach da hinten, wo der ganze Wind herkommt. Warum sage ich da hinten, wenn ich mich auf einer Eisscholle mitten im Meer befinde? Ich zieh mal am Kabel. Huch, das ist ja eine Windmaschine. So. Sieht so aus, als könnte man die Richtung des Ventilators verstellen. Nein, das geht nicht. Die Rotorblätter werden deine kleinen Finger stutzen. Unsinn! Aber ich bin doch nur ein Hering. Und Zarow ist ein mächtiger Wal. Ich bin viel zu klein. Genau darin liegt deine Stärke, kleiner Landläufer. Woo, Jerry! Du schaffst das, Jerry! Ruhe! Wir glauben an dich, Jerry! Go, Jerry! Ich tauche ein. Sei stark, Jerry. Ich werde Zarow aufhalten. Ich werde ihn aufhalten. Verflucht! Nein, nein! Du hast alles ruiniert! Du! Jerry entfernte den Nagel. Ihm wurde klar, dass all dies nur ein böser Traum war, in dem er und seine Freunde gefangen waren. Er verstand, dass er den Traum verändern konnte. Aber... Denn es war sein Traum. Du kannst doch nicht... Der unfreundliche Mann gratuliert Jerry. Glückwunsch, Junge. Du hast es geschafft. Und ist plötzlich viel netter als zuvor. Wirklich fantastisch, Jerry. Mann, war das alles seltsam, aber du hast den Durchblick behalten. Ganz großartig. Ende. Applaus, meine Herrschaften. Jerry Haselnuss. Und dann... Dann wacht Jerry schließlich auf.